Das ist der HydroClean ProMaster. Das ist, glaube ich, so eine Alien-Waschanlage. Die werden da drin dann so ein bisschen poliert und geputzt. Danach riechen die wieder besser. Hoffentlich. Hallo und willkommen zurück zu Space Base Startopia. Das Spiel hat ja ein paar echte Fans unter euch. Und ich gehöre definitiv auch dazu. Ich habe mir riesen Spaß damit. Es ist total süß, das hier anzuschauen. Und dementsprechend ist das für uns, glaube ich, Grund genug, dass wir hier mal eine gescheite Partymeile aufziehen. Im Moment ist das ja so ein bisschen die Müllhochburg hier. Ups, den Fuzzy müssen wir wieder freilassen. Das müssen wir so ein bisschen ändern. Wir müssen hier dringend sauber machen. Und dann müssen wir auch mal so ein bisschen Abwechslung für unsere Besucher schaffen. Das ist auch super wichtig. Die langweilen sich so ein bisschen. Vielleicht schmeißen sie deswegen so viel Müll überall hin. Ich weiß es nicht. Unsere Fuzzies hier, die sind ziemlich beschäftigt. Die sind alle vier hier unterwegs, Müll wegzubringen. Also, die Mülleimer sind auch die ganze Zeit voll. Der andere ist gerade wieder nicht da. Der kommt jetzt gerade zurück. Der hat ausgeleert. Wir haben jetzt zwei solche Recyclingstationen. Da arbeitet im Moment ein Telgor. Und hier oben arbeiten zwei. Also die sind irgendwie auch ein bisschen faul zurzeit. Müssen wir mal gucken, dass wir das voll kriegen. Da müssen wir ein paar mehr Leute einstellen. Ich habe gerade noch ein paar eingestellt. Der ist wütend. Okay. Zeig her. Wieso ist der wütend? Der will befördert werden, oder? Bedürft es nach einer Beförderung? 0% heißt, der will unbedingt befördert werden aus irgendeinem Grund. Eigentlich müsste das Bedürfnis bei 100% sein, ne? Aber 0 heißt, glaube ich, dass sie befördert werden wollen. Weil es fällt immer weiter und irgendwann muss man sie halt dann befördern. Das können wir ja machen, das ist ja kein Stress. Kostet ja nicht so viel. Dann ist er jetzt hoffentlich... Oh ja, die Wut geht weg. Dann ist er jetzt hoffentlich glücklich. Mal gucken. Recycling-Trupp, der kostet uns noch nicht mal was. Den brauchen wir. Dann ist es mal für ein paar Minuten sauber. Die kommen jetzt mit so Staubsaugern hier. Und machen hier so ein bisschen sauber. Oh je, in so einer Badehose mit Herzchen drauf. Das ist der Putztrupp, der intergalaktische. Dryaden, die nehmen wir doch gerne. Kommt an Bord. Also unsere Mission ist, den Müll loszuwerden. Ich glaube, die Dryade hat den gerade zerlegt. Kann es sein? Ich glaube, die Dryade hat das Insekt zerquetscht. Ich weiß jedenfalls nicht. Ich habe auch schon so ein bisschen eingekauft. Wir brauchen dringend mehr Fuzzies. Also unsere Putzfuzzis. Und da müssen wir mal gucken, wo wir die herbekommen. Die sind super selten hier in diesen Angeboten. Aber ich habe ein paar andere Sachen gekauft, die wir jetzt direkt mal aufstellen können. Zum Beispiel ein Snackomat. Der ist, glaube ich, für ein anderes, für das Party, für den Partyring in unserer Space Station. Und die Fabrik können wir, glaube ich, hiermit aufstellen. Das müssen wir mal versuchen. Öffnen wir das mal. Oh ja, die ist riesig. Stellen wir die mal hier mit dazu. Ist das richtig rum? So. Stellen wir die mal so hin. Und gucken, wie die dann aussieht. Bam. Die habe ich, glaube ich, auch gerade erforscht. Nee, noch nicht. Die müssen wir noch erforschen. Das machen wir mal direkt. Freischalten. Und dann können wir auch die Wanderarbeiter freischalten. Das sind, glaube ich, dann... Wer ist denn das? Das sind die Celebrama. Okay. Das kostet uns 75 so Prestigepunkte, von denen wir unendlich viele haben. Und Space Disco. Das klingt gut. Da können wir wieder neue Sachen freischalten. Druiden. Oh, wir können in der Fabrik Fuzzies bauen. Und Fuzzies MK2 und MK3. Wow. Sind die dann schneller? Hoffentlich. Die Fabrik steht. Das können wir jetzt freischalten. Und eine Akkufarm. Die erhöht unsere... Ihre Stationswertung ist hervorragend. Jawohl, das hört man auch gerne. Die erhöht unsere Energiekapazität. Ist jetzt nicht wirklich relevant, weil ich sowieso dauerhaft pleite bin. Aber sonst vielleicht später dann mal. Jetzt will ich unbedingt so einen Druiden bauen. Okay, das ist unsere Fabrik. Wir können alles Mögliche bauen. Das sind die ganzen HEGs, also diese Verbrauchsgegenstände. Duftwäldchen. Die Sauerstoffbombe. Recycling-Gadget, Müllterminator und das ist Plastik. Dafür brauchen wir Fasern. Die müssen wir anpflanzen, glaube ich.
Schaltkreise können wir schon mal herstellen. Die brauchen wir, glaube ich, auch später. Oh, toxisches Material ist nicht so gut. Sushi, dafür brauchen wir auch Fasern. Molekularnahrung, das ist noch zu hoch für uns. Heilschlamm. Okay, hier. Fuzzies, die kosten Schaltkreise und Plastik. Plastik kostet Fasern, ne? Okay, wir brauchen Fasern. Dann gehen wir mal ins Biodeck und gucken, ob wir hier irgendwo Fasern finden. Das sind Mineralien. Da müssen wir jetzt mal gucken, in welchem Biom die wachsen. Zip. Das sind so Health Packages. Okay, wir müssen ein bisschen erweitern. Wir machen mal dieses Shot auf. Das kostet 20.000, ist ziemlich teuer. Aber mal gucken, vielleicht hilft es ja irgendwas. Vielleicht ist dahinter irgendwas Interessantes. Health, das ist... Genau, das sind Nahrungsmittel, okay? Ich dachte hier... Ach, das ist gar nicht Vulkanbiom, ne? Nahrungsmittel? Das ist Vulkanbiom? Da gibt es, glaube ich, Kristalle oder so? Nee. Auch Nahrungsmittel? Das hier sind Schmuggelware, okay? Nicht so gut, hoffentlich kommt kein Inspektor vorbei. Hier haben wir wieder ein anderes Biom. Kristall? Das sind Fasern, okay. Also hier wachsen Fasern. Die können wir jetzt mal selber ernten, bevor die Dryaden das irgendwann mal machen, weil das dauert dann immer so lang. Da haben wir noch nicht so viele von. Wir müssen ein paar mehr Dryaden einstellen, glaube ich. So, nehmen wir mal ein paar mit. Und dann gehen wir erstmal zurück. Und wir können ja mal ein paar Dryaden neu einstellen. Aber wir brauchen auch Fuzzies, die das Zeug dann einsammeln und in unsere Lager bringen. Und davon haben wir auch so wenige. Stellen wir den mal ein. Die anderen sind alle nicht gut. Das heißt, wir warten dann nochmal. Jetzt können wir mal die Fasern hier rausschmeißen. Ach, der will die nicht. Ich glaube, da müssen wir erst was in die Warteschleife stellen. Ein bisschen Plastik. Und Fasern. Ja, jetzt können wir die nämlich hier reinwerfen. Okay, der hat jetzt die ganzen Fasern. Und stellt jetzt Plastik her. Das ist gut. Und die kosten jetzt Schaltkreise und Plastik. Das haben wir ja alles. Und 250 Energie haben wir auch. Das heißt, wir geben denen einfach mal einen Auftrag oder zwei. Und dann gucken wir mal, was passiert. Das wäre cool, wenn das funktionieren würde. Mal schauen. Wir werden sehen. Der kostet ja vor allem Schaltkreise. Das heißt, wir brauchen vor allem Mineralien eigentlich, ne? Geben wir mal noch so ein paar Schaltkreise in Auftrag. Der baut jetzt gerade irgendwas. Ach, Plastik, ne? Mal gucken, was er als nächstes macht. Und? Oh, der braucht Ressourcen. Da müssen wir nochmal gucken, dass wir Mineralien finden. Ich dachte, da hätten wir genug. Haben wir scheinbar nicht. Mineralien. Hier gibt's Mineralien. Okay. In diesem Biom gibt's Mineralien. Dann nehmen wir ein paar mit. Ja, und wir brauchen auf jeden Fall mehr Dryaden. Da müssen wir mal gucken, dass wir da gute finden. Commander, ein Angestellter hat seinen Job gekündigt. Ist aber nicht gut. Wer war das? Okay, Wanderarbeiter. Das hier ist ein Angestellter und zwar ein Bug war das. Ein Bagratorianer. Nicht so tragisch, der ist wütend. Der ist auch wütend wegen Krankheit. Die Ärzte müssen sich mal ein bisschen ranhalten, glaube ich. Wir haben auch ziemlich viele Ärzte. Ich hoffe, die machen ihren Job mal so mit der Zeit. Okay, dann stellen wir mal die Kristalle damit rein. Und jetzt sollten wir alles haben. Jetzt müsste der theoretisch dann so ein Bot herstellen können. Als nächstes. Oh, das läuft, das läuft. Nee, das läuft nicht. Er stellt Schaltkreise her. Na gut, mal gucken, ob das was wird. Wir haben jetzt hier zwei Telgor drin. Die Recyclingstationen sind schon wieder voll. Die sind einfach zu langsam. Telgor. Wir brauchen mehr von denen. Den nehmen wir. Den und den. Und dann brauchen wir noch einen Bug vielleicht. Oder? Oh, da ist ein guter. Ein 2-2er. Noch ein 2-2er. Wir können auch hier sortieren. Wir wollen nur die richtig guten. Deswegen machen wir es mal so. Oh, jetzt kommen gute. Oh, hier sind auch zwei gute Dryaden, die nehmen wir auch. Und zwei gute Grey nehmen wir auch noch. Okay, das sieht doch toll aus. Celebrama. Da haben wir auch einen guten, stellen wir auch mal ein. Wir haben noch gar keinen Job für den. Die arbeiten nämlich auf dem Fun Deck
Und das ist das, worum wir uns dann als nächstes kümmern. Schauen wir mal, ob wir... Ja, wir müssen dann jetzt einfach mal gucken, ob da vielleicht irgendwann so ein Bot gebaut wird. Weil die Ressourcen sollten wir jetzt eigentlich haben. Der will nur noch Schaltkreise. So. Mal gucken, ob das was wird. Vielleicht gibt es ja hier jetzt was? Nee. Energieverteiler. Können wir auch mal kaufen. Ich glaube, den brauchen wir auch früher oder später. Okay. Dann gehen wir jetzt mal aufs Fun-Deck und gucken, was wir da schon so reißen können. Ist schon ein bisschen sauberer bei uns geworden, auf jeden Fall. Das ist ganz gut. Dann würde ich sagen, ist jetzt Party-Time, oder? Schlafkapselhotel. Ich habe schon so ein paar Sachen gekauft. Zum Beispiel den Black Hole Drop. Das ist, glaube ich, so ein cooles Fahrgeschäft. Gerade eben hat ein Angestellter gekündigt. Schon wieder. Das war ein Gresulurianer? Wer war das denn? War der das? Ich glaube. Aber das ist doch ein... Da stimmt irgendwas nicht. Das ist doch ein Telgor. Wie auch immer. Bagratorianer. Ach, das war ein Grey, ne? Ein Grey hat, glaube ich, gekündigt. Die haben ziemlich komische Namen ausgeschrieben. Grey ist nur eine Abkürzung, ne? Alles klar. Gut, dann widmen wir uns wieder unserem Fahrgeschäft. Das steht hier nämlich. Das machen wir jetzt auf, bevor das schlecht wird. Und stellen das dann hier hin. Dann schauen wir mal, ob die Leute das mögen. Unsere Aliens. Space Disco. Röhrenlift haben wir ja schon. Ich habe auch... Wir stellen erstmal das auf, was ich schon gekauft habe. Das war nämlich alles ganz schön teuer. Lotterie klingt doch gut, oder? Okay. Stellen wir die mal da dazu. Bam. Jetzt brauchen wir einen Haufen Bots, die das alles bauen. Hydro Clean Pro Master. Okay. Können wir auch mal ausprobieren. Ist der für dieses Biom? Mal schauen. Oh ja. Der ist, glaube ich, für dieses Biom. Gehört der so rum? Bam. Ein Inspektor. Der will die Fabrik stillstellen. Für eine Zeit lang und die untersuchen. Wir können 5000 bezahlen und die Inspektion abwenden? Nö. Der kann die Fabrik kurz pausieren, weil die macht sowieso nicht viel. Das ist unsere Lotterie. Und das ist der Black Hole Drop. Das ist wohl so ein verrücktes Fahrgeschäft. Hier ist jetzt noch nicht viel los, ne? Und das ist der Hydro Clean Pro Master. Das ist, glaube ich, so eine Alien-Waschanlage. Die werden da drin dann so ein bisschen poliert und geputzt. Danach riechen die wieder besser. Hoffentlich. Okay, jetzt haben wir uns Nekomat, einen Energieverteiler, Schlafkapselhotel. Ich denke, wir bauen jetzt erstmal so eine Disco, so eine Space Disco. Weil die ist, glaube ich, ziemlich beliebt. Das machen wir mal als nächstes. Das ist so ein Raum. Machen wir das mal so, oder? So groß? Ist schon riesig, ne? Machen wir das mal maximal groß. Hier läuft schon ordentlich Musik eigentlich, ne? Jetzt brauchen wir nur ein paar Aliens, die hier Party machen. Das ist noch ein bisschen tot, ehrlich gesagt. Wir nehmen so ein Audiopult für unseren DJ. Das ist bestimmt dann so ein Celebrama. Lasershow-Drohne. Holotänzer. Okay, wir brauchen auf jeden Fall Holotänzer. So. Machen wir einfach so ein bisschen... Das muss ja nicht symmetrisch sein, das ist ja langweilig, oder? Die aktuellen Wertungen für Startopia sind beeindruckend, Commander. Das ist gut. Ich glaube, wir sind ganz gut dabei. Und so ein paar Lasershow-Drohnen. Ah, die fliegen. Da eine, hier eine. Und vielleicht hier außen auch noch irgendwo. So und so. Yeah. Das wird bestimmt ein riesen Actionpark hier. Reicht eine Tür? Mal gucken. Ich glaube, wir brauchen hier auch einen Mülleimer und sowas, ne? Nein, ich hab's nicht hingestellt. Das muss ich jetzt nochmal machen. Okay. Okay, so sieht es gut aus. Go, go. Schau mal, wie das läuft. Und stell noch so einen Sauerstoff-Atmosphärenfilter dazu. Also die Geräte sind ein bisschen anders als in dem anderen Deck. Die sehen hier so aus.
Und so einen Mülleimer brauchen wir auch auf jeden Fall. Den stellen wir, glaube ich, mal in die Nähe des Liftes, weil das, der Müll muss ja dann, glaube ich, rüber. Da muss der Mülleimer dann rüberlaufen und das wegbringen alles. Den stellen wir, glaube ich, einfach mal hier irgendwo mit davor. So. Dann gehen die auch direkt dran vorbei. Vielleicht wirft ja irgendwer seinen Müll rein, wer weiß. Statt den auf den Boden zu werfen. Schon wieder ein Gekündigter. Die ganzen Bugs kündigen gerade. Den gefällt es irgendwie nicht so gut. Der ist wütend. Das sind alles die Bugs. Okay, Sonneneruption. Es gibt wieder ein bisschen Energie für uns. Ein Putztrupp. Oh, der ist zu teuer für uns. Den nehmen wir nicht. 12.000 Energie. Eine Reisegruppe. Celebrama, die nehmen wir auf jeden Fall. Die können wir gut gebrauchen. Und ein Inspektor hat seine Untersuchung abgeschlossen. Klingt alles gut. Und noch ein Arbeiter. Ein Celebrama ist wütend. Dem ist langweilig. Der wird dann, glaube ich, hier arbeiten. Mal schauen. Haben wir irgendwas Neues? Lootbox haben wir schon. Lootbox-Lotterie. Die steht hier. Haben wir schon Besucher? Nee. Ist immer noch ziemlich tot. was haben wir denn noch? Snackomat. Oh, der ist auch ziemlich groß. Der ist auch für dieses Deck. Und ich habe keine Ahnung, wo da vorne und wo hinten ist. Wo stellen wir den denn hin? Gerade eben hat ein Angestellter gekündigt. Das ist aber nicht gut. Ich glaube, wir machen mal hier auf, oder? Shot öffnen. Oh, das ist aber richtig teuer. Die kosten hier schon 15.000. Machen wir das jetzt trotzdem mal auf dieser Seite. Shot öffnen. Und das ist unser Snackomat. Den stellen wir dann hier daneben, oder? So, hier. Ist das vorne? Das ist auf jeden Fall so eine Klappe. Ich glaube, das ist vorne. Wir machen mal so. Schauen, wie das funktioniert. Und dann haben wir noch so ein Schlafkapselhotel. Das stellen wir auch mal auf. Auf jeden Fall sammelt ihr hier schon gut Müll, als wäre in dem anderen Deck nicht mehr so viel zu tun. Mal schauen, vielleicht täuscht es auch. Ich glaube, da ist vorne Schlafkapselhotel. Gucken wir mal, wie das läuft. Ja, das sieht gut aus. Snackomat. Achso, können die vielleicht auf allen Seiten von dem Snackomaten einkaufen? Möglicherweise. Yeah, das sieht gemütlich aus. Das braucht Energie, ne? Dafür brauchen wir dann so einen Energieverteiler. Da haben wir doch einen gekauft. Den haben wir noch nicht freigeschaltet. Aber wir haben schon einen gekauft. Moment. In dem Fundeck brauchen wir Energie. Der Startsektor ist schon versorgt. Und die Dinger verbrauchen unsere Energie, das ist nicht gut. Aber wir brauchen die wohl, um unsere Geräte hier mit Strom zu versorgen. Und das Schlafhotel braucht Strom. Dann stellen wir mal so ein Ding hier auf. Stellen wir die einfach in die Mitte hier, dass der möglichst viel abdeckt. Dann sollte hoffentlich das Schlafhotel abdecken. Okay, jetzt kommen welche. Ah! Ich wusste es. Das ist ziemlich beliebt, diese Disco. Da kommen richtig viele. Yeah. Schauen wir mal, ob wir noch ein paar Celebrama haben, die wir einstellen können. Schauen wir mal den ein und den. Jawohl. Space Disco Time. Die feiern jetzt hier. Zum Glück haben wir das groß gebaut. Das ist schon ganz schön voll. Yeah. Ein reisender Doktor. Der kostet 1600. Den nehmen wir mal. Der heilt hoffentlich ein paar von unseren Leuten. Space Tracker. Okay. Noch mehr neue Aliens. Der tanzt mit der Wand. Der auch. Die Grays mögen die Wände scheinbar sehr gerne. Die. Yeah, voll Betrieb hier. Die anderen Anlagen nicht so. Die sind irgendwie nicht so beliebt. Der will. Will denn die Waschanlage? Der will die Waschanlage. Der wird jetzt geputzt. Mach den mal sauber. Jawohl. Erstmal schön einsprühen. Ein bisschen Seife drauf. Ein bisschen schütteln. Oh, Luft anhalten. Jetzt wird er getrocknet und geföhnt.
Jetzt ist er sauber. Und es hat uns 160 Energie gebracht. Nice. Ist ganz schön teuer, ne? Dafür ist er jetzt aber auch richtig porentief sauber. Okay, dann gucken wir nochmal ins andere Deck, was hier so abgeht. Hier waren wir schon länger nicht mehr unterwegs. Das ist immer schlecht, weil dann ist immer ziemlich viel los. Aber das sieht eigentlich ziemlich gechillt aus, ne? Hier ist Hochbetrieb. Ich glaube, wir brauchen noch so einen... Wir brauchen noch so einen Schlafraum. Das ist alles ziemlich belegt. Wir könnten da mal noch so einen Schokoautomaten oder so dazustellen. Da ist noch ein bisschen Platz, ne? Achso, das müssen wir so machen. Und bearbeiten. Dann stellen wir dir noch so einen Schokospender auf. So. Bestätigen. Achso, die müssten wir alle mal umdrehen, glaube ich. Die stehen alle falsch rum. Dreht den mal um. So. Achso, das geht, glaube ich, nicht. Das müssen wir so machen, dass wir die auswählen. Dann können wir die drehen und dann woanders platzieren. Ist ein bisschen tricky. Was kriegen wir hin? So. Oh, falsch rum. So rum. Okay. Und dann stellen wir noch so ein anderes Ding mit auf. So. Dass die was zu trinken haben. Bestätigen. Dann haben wir zwei Anlagen zusätzlich. Und die können jetzt alle da drauf und müssen da nicht irgendwie Schlange stehen. Weil das war ja so ein bisschen schlecht gebaut vorher. Okay. Sieht viel besser aus. Jetzt können sie ja wieder loslegen. Ich habe die alle rausgeworfen. Wenn man irgendwas modifiziert, dann werden automatisch alle rausgeworfen. Also wir haben genug Ärzte. Das sieht sehr gut aus. Überhaupt keine Kunden, leider. Ich weiß nicht, was mit den Leuten los ist. Die müssen mal zum Arzt gehen, wenn sie krank sind. Telgor arbeiten auch wieder besser. Die sind wieder zu teuer, der Putztrupp. Wir leben weiter im Müll. Der Grey ist müde. Das heißt, also wir brauchen mehr Betten, wir brauchen mehr Essen und so. Aber wir haben ja auch das Schlafhotel jetzt im anderen Deck. Das wird dann hoffentlich auch bald genutzt. Da habe ich noch was gesehen. So. Und jetzt gucken wir mal, ob wir... Die wurden hergestellt. Ein bisschen Plastik und so. Und Holokristalle. Können wir auch mal einen herstellen. Vielleicht brauchen wir den irgendwann. Okay. Da sind Fuzzies. Die beiden Fuzzies wurden gebaut. Die können wir jetzt hier freilassen. So. Freilassen. Vielleicht gibt es auch welche zu kaufen. Können wir mal gucken. Jawohl, jetzt haben wir einen mehr. Black Hole Drop, den haben wir schon. Nee, also müssen die herstellen. Man muss schon viel Glück haben, dass man sich die hier in diesem Shop kaufen kann. Die gibt es da relativ selten. Dann bauen wir uns einfach noch ein paar, oder? Commander, Ihre Stationswertung ist hervorragend. Das ist gut. Wir können uns auch die ganzen Sachen hier herstellen, statt die zu kaufen. Ich glaube, das ist günstiger. Einer Ihrer Angestellten hat gekündigt. Schon wieder. Der Müllbeutel kostet nur 100 Energie, Plastik und Schaltkreise. Und wenn wir den auf dem Deck hier selber bauen, dann kostet der uns 500 Energie. Also, das ist deutlich günstiger energietechnisch, wenn wir uns den selber bauen. Aber wir nutzen die Ressourcen jetzt mal, um uns so ein paar Fuzzies zu bauen. Das ist wichtiger, die müssen wir mal aufräumen hier. Ich will keinen Müll mehr sehen. Ein Grey hat gekündigt, weil er nicht schlafen konnte. Und ein Doktor, der kann doch mal alle behandeln. Das ist nie verkehrt. Und dann brauchen wir, glaube ich, einen neuen Schlafraum. Ich baue mal einen neuen Schlafraum. Irgendwo hier drüben. Machen mal das Shot auf. Brauchen mehr Platz. Da bauen wir dann noch einen Schlafraum. Und dann entspannt sich die Lage hoffentlich wieder so ein bisschen. Haben wir eigentlich irgendwo noch einen Lift? Nö. Irgendwie nicht. Dann bauen wir hier, glaube ich, auch noch einen neuen Lift dazu, oder? Irgendwo. Der andere ist schon ganz schön weit weg. Ich glaube, manchmal kommen auch, wenn man neue Shots öffnet, sind dann automatisch welche da. Aber das sehen wir ja dann. So, der sieht schon viel besser aus. Ich habe hier noch so einen Schlafraum aufgebaut, also so einen Schlaf-Ess- und Putzraum, wo die alles machen können praktisch. Die Aliens, so eine Koje. Der eine schläft jetzt gerade. Der geht auch schlafen. Also ich glaube, jetzt sollte das ein bisschen besser aussehen, sich ein bisschen entspannen, die Situation.
einen neuen Mülleimer gibt es hier auch. Ich habe auch mal geguckt, ob die Fuzzies den Müll direkt in die Recyclingstation bringen können. Können sie aber nicht, die brauchen so einen Mülleimer. Deswegen habe ich hier noch einen vorgestellt. Dann können sie das hier direkt hinbringen und der kann das dann da rein leeren, der Mülleimer. Weil die sind ja selbstständig, ne? Die haben ja Füße. Und ich hatte tatsächlich Glück, ich konnte hier zwei so Fuzzies kaufen. In 15 Sekunden gibt es wieder neue Optionen. Jetzt schmeißen wir die erstmal raus. Und die Situation hat sich auf jeden Fall entspannt bei uns. Wir haben jetzt deutlich mehr Fuzzies und deutlich weniger Müll. Das sind doch alles Müllfuzzies hier. Und die sammeln jetzt alles relativ schnell ein. Das heißt, wir haben auch weniger Ungeziefer hier. Ein Inspektor. Der will die Fabrik untersuchen. Mach mal. Dafür zahle ich nichts. Wir haben zu wenig Energie. Sonneneruption. Her damit. Wir brauchen Energie ohne Ende. Und der erste Lagerraum wird auch langsam voll. Wir nehmen mal so ein bisschen Schmuggelware. Weil wir die momentan nicht brauchen. Die brauchen wir, glaube ich, nur um HEGs, also so diese aktiven Booster herzustellen. Dafür brauchen wir, glaube ich, Schmuggelware. Und wir müssen aber immer für die bezahlen, wenn so ein Inspektor die findet. Deswegen schmeißen wir die jetzt einfach mal weg. Dann kostet die uns nichts. Und wir kriegen sowieso jederzeit neue aus dem Biodeck. Da müssen wir einfach nur so ein bisschen ernten und da ist immer Schmuggelware mit dabei. Recycling-Trupp, her damit. Staubsauger-Ink. Dann ist gleich mal wieder so ein bisschen sauberer. Und wir haben auch nur noch relativ wenige Infektionen hier. Also das sieht auch ganz gut aus. So, dann würde ich sagen, upgraden wir noch so ein bisschen. Das ist der Energieverteiler, den brauchen wir auch. Und dann können wir mal diese Pauschaltouristen holen. Dann kommen Leviathane zu uns. Und ich weiß nicht, ob die schon Nutzen haben. Müssen wir mal gucken, was die eigentlich können. Wir machen das jetzt einfach mal. Und dann können wir das StarCats Café freischalten. HydroClean ProMaster. Davon haben wir schon einen stehen. Das ist diese Waschanlage. Schlafkapselhotel haben wir auch schon. Snackomat haben wir auch schon einen. Und eine Schleuse. Ich glaube, wir stellen noch eine Schleuse auf. Das hier ist so eine Schleuse. Da landen die ganzen Raumschiffe an. Und da kommen dann die ganzen Aliens an Bord. Ich glaube, wir machen das hier drüben auch. Weil dann ist die Situation da drüben so ein bisschen entspannter, wenn wir zwei Schleusen haben. Hoffe ich. Vielleicht kommen dann auch doppelt so viele Aliens. Das wäre ein Problem, ne? Wir probieren das jetzt einfach. Weil die haben wir dann ihren eigenen Schlafraum hier. Und dann können wir auch noch einen Arzt aufstellen, wenn es sein muss. Die aktuellen Wertungen für Startopia sind beeindruckend, Commander. Das ist gut. Wir haben so ein paar... Wir haben schon ganz gut Besuch hier, ne? Bei der Arztpraxis. Aber wir haben jetzt auch 4 Greys. Die warten alle auf Kundschaft. Also ich denke, die Gesundheitssituation ist relativ gut. Der ist fertig mit seiner Inspektion. Dann gehen wir jetzt nochmal aufs Partydeck. Dann würde ich sagen, bauen wir noch so ein Katzencafé, was auch immer das ist. Das klingt ziemlich witzig. Das heißt, wir bauen das jetzt mal. Das Ding. Okay. Das hier so in die Ecke stellen. Das sieht schon ganz hübsch aus, oder? Schauen wir es mal. Wie groß machen wir das denn? Das kann man nicht ganz so groß machen. Obwohl, 12x12 ist schon groß, ne? Machen wir mal 12x10. Und dann brauchen wir noch eine Tür. So. Was haben wir denn noch? Tischchen. Kaffeemaschinen. Okay. Da sitzt eine Katze drauf. Oder sowas. Irgendwas mit Ohren und Schwanz. Muss eine Katze sein? Ja, dann stellen wir jetzt einfach mal so ein paar von den Automaten auf. So und so. Reicht das? Weiß nicht, wie viele man da braucht. So ein paar Tische in die Mitte oder so? Was meint ihr? Ich hoffe, das Café wird schön. So. Sieht doch hübsch aus. Und StarCats Essensstation ist ein Deko-Objekt. Ich glaube, da kriegen die Katzen ihr Essen, oder? Trainingsgerät für Bewohner, das ist wohl auch für die Katzen. Da sitzt doch eine drauf. StarCats Café. Eine Pflanze? Schauen wir die mal hier irgendwo in die Mitte, oder? Oder dahin? Da ist noch Platz. Ruheplatz für Miau-Bewohner. Okay. Gehen wir mal damit auf und dann haben wir, glaube ich, alles, oder? Ich denke. Mal gucken, ob das den Aliens gefällt, ob die sich dann Kaffee holen, ne? Ich hoffe, wir brauchen keinen Strom. Ich glaube, wir haben außerhalb der Reichweite von dem Stromdingens gebaut.
Und das Stromdingens stellt radioaktiven Müll her, habe ich festgestellt. Wir haben jetzt hier so toxisches Material. Und wir haben einen Fuzzy. Den bauen wir sofort auf. Go, go. Ja. Radioaktives Material. Das müssen wir, glaube ich, verarbeiten, damit das genau gesäubert ist. Und dann ist es, glaube ich, harmlos. Das kostet aber Energie. Ich glaube, das ist nicht gut, wenn es hier rumliegt. Dann kriegen wir wieder kranke Leute oder so, wer weiß. Neue Besucher. Jetzt kommen wahrscheinlich dann die Pauschalreisen. Das sind dann die Leviathane bestimmt, oder? Die buchen immer gerne Pauschalreisen. Da ist einer. Das ist so ein riesen Chewbacca-Dings. Was ist das? Der sieht komisch aus. Der ist auf jeden Fall riesengroß. Ist ja auch ein Leviathan, ne? Okay. Zeig dich mal von vorne. Oh, der hat so einen Entenschnabel. Und einen richtigen Schnabel hat er nicht. Das sieht auf jeden Fall ziemlich witzig aus. Der ist kräftig gebaut. Und deutlich größer als alle anderen. Das ist ein Celebrama. Die ist aber krank. Geh doch zum Arzt, der ist doch hier. Ich weiß nicht, wo der will. Hier ist doch der Arzt. So. Die will... Ach, die will feiern gehen. Aber die ist doch krank. Oder sah das nur so aus? Vielleicht sah das nur so aus. Essen? Da geht's scheinbar relativ gut. Wie auch immer. Wird schon passen. Medizinische Behandlung ist... Braucht sie nicht. Die weiß schon, was sie macht. Sonneneruption, Reisegruppe, nehmen wir auch wieder. Gräsulianer sind es diesmal, okay. Eieiei. Zungenbrecher. Bagratorianer ist wütend. Der will befördert werden, oder? Den hätte ich jetzt befördern müssen. Muss mal gucken. Es gibt so ein paar, die müssen wir langsam befördern. Der Kollege hier? Den noch nicht. Da ist ein Tilgor. Der muss bald befördert werden. Das können wir ja theoretisch mal machen. Befördern. Bevor er aufs Partydeck geht. Dann kann er nochmal ordentlich feiern. Hat er einen Grund zum Feiern? Haben wir noch irgendwo einen Bug? Sollen wir das nächste Mal gucken, welcher Bug da befördert werden will. Oh, die sehen alle ganz gut aus und zufrieden. Den können wir bald dann mal befördern. Ich glaube, wenn man die zu früh befördert, dann ist das auch nicht gut. Das ist alles nicht so einfach. Das ist ein Grey. Der will befördert werden. Okay. Ja, dann sieht es doch schon ziemlich sauber bei uns aus. Also im Vergleich zu vorher. Ich bin ganz zufrieden. Jetzt hätte ich unglaublich gern mal so ein Tier 2er Bot. So ein Fuzzy. Dafür brauchen wir einen normalen Fuzzy. Plastik. Und Schaltkreise. Aber wir müssen das erst erforschen. Und ich weiß nicht, ob wir das schon erforschen können. Wir können auch Touristen freischalten. Wir schalten jetzt mal alles frei, was wir freischalten dürfen. Das machen wir jetzt einfach mal. Arcade. Das ist so eine... Irgendwas zum Spielen. Black Hole Drop haben wir schon gekauft. Und die Lotterie haben wir auch schon. Ja, und dann haben wir erstmal alles freigeschaltet. Also ich glaube, mehr geht momentan noch nicht. Da müssen wir aufs nächste Update warten. Wir könnten jetzt noch so ein paar Game-Stationen aufbauen in unserem Fun-Deck. Oh, hat er sich einen Kaffee geholt? Ich glaube. Ah, da kommen die Ersten. Sieht so aus, als wären die auch ziemlich kaffeesüchtig. Irgendwie hängt der gerade. Ach, die quatschen, oder? Ich glaube, die reden miteinander. Vielleicht doch nicht. Bist du krank? Was ist mit dir los? Ah, der Katzenkaffee ist lecker. Ah, die mag keinen Müll. Aber ist doch ziemlich sauber bei uns. Yeah, Katzenkaffee-Musik. Das ist gut besucht. 2 Stationen sind belegt. Die hat sich einen Kaffee geholt, da setzt sich aber irgendwie niemand hin. Doch, genau, setz dich mal dahin. Naja, ist irgendwie nicht schön genug da drin. Das hätten wir schöner einrichten müssen. Die ersten Wellness-Touristen kommen jetzt auch. Vielleicht setzen sie sich da so ein bisschen hin. Zollbeamter. Gut, wir haben jetzt schon so ein bisschen was von der Schmuggelware vernichtet. Das sollte hoffentlich laufen. Gamer-Touristen? Okay, wir müssen dringend so eine Gaming-Station aufbauen. Putztrupp? Lassen wir aufräumen. Oder?
Das ist zu teuer. Sie haben keine Kapazitäten mehr für weitere Energie, Commander. Weiter nur leben. Wir haben so viel Energie, die hätte ich mir eigentlich leisten können, ne? Aber wir machen lieber ein paar Shots auf. Zum Beispiel auch auf dem Biodeck. Das kostet uns 20.000. Shot öffnen. Das hier kostet 40, das ist ein bisschen teuer. Gehen wir mal so der Reihe nach vor. Aber jetzt haben wir schon ein ziemlich gutes Income. Ich glaube, auf dem Fun-Deck kann man richtig gut Kohle machen. Weil die zahlen dann irgendwie... Auf dem Black Hole Drop zahlen die, glaube ich, ein paar hundert. Hier gerade zahlen die ja auch schon 150 oder so. Gekündigt. Für die Wäsche, also das lohnt sich richtig. Da kriegen wir richtig gut Energie rein. Der Bug wollte befördert werden, ne? Ist nicht gut. Touristen. Das haben wir schon gelesen. Adrenalintouristen, ach, das sind unterschiedlich. Adrenalintouristen benutzen dann bestimmt diesen Drop, oder? Hier ist jetzt echt Betrieb. Super cool. Unser Fun-Deck findet so ein paar Anhänger. Geht ziemlich ab. Die Disco ist auch schon ziemlich voll. Wir haben gar keine Türsteher, ne? Vielleicht sind die Leviathane gute Türsteher. Im Moment braucht man wohl noch keine. Die sind alle super friedlich. Alles ist super gut. Und Sauerstoff sieht auch noch gut aus. Hier unten nicht mehr so. Okay, da müssen wir auch ein bisschen für sorgen. Das werden jetzt langsam ziemlich viele Aliens auf dem Deck. Das heißt, wir brauchen ein bisschen bessere Sauerstoffversorgung. Ja, dann würde ich sagen, lassen wir es langsam gut sein für heute. Wir haben unser Party-Deck hier ein bisschen aufgebaut. Und hier ist eigentlich auch schon echt gut Party. Ich hoffe, dass wir keine Probleme mit Krankheiten kriegen. Wenn hier ein Kranker reingeht, dann kommen, glaube ich, alle krank raus. Der schwitzt schon so ein bisschen verdächtig hier, der Bug. Aber der ist noch gut drauf. Yeah, der hat voll die Moves drauf. Nicht schlecht. Wie geht denn so ein Salto? War das ein Rückwärtssalto? Ich glaube. Oh, auf dem Panzer drehen geht auch. Die Bugs sind echt die besten Party-Leute hier. Die Celebramer haben den Headbanger drauf. Läuft. Ja, dann lassen wir die mal so ein bisschen Party machen. Und ja, vielleicht bauen wir noch ein bisschen weiter. Nächste Episode. Oder wir warten so ein bisschen auf das nächste Update und gucken, was da noch so alles kommt. Das ist super interessant, was man hier alles machen kann. Aber viele Sachen kann man noch nicht freischalten. Also zum Beispiel die neuen Bots, die neuen Fuzzies. Würde mich total interessieren, was die dann besser und schneller machen vielleicht. Aber im Moment gibt es die halt noch nicht. Also wir können die noch nicht herstellen. Obwohl wir die Ressourcen schon hätten. Das ist ein bisschen traurig. Ich hoffe, dass das bald freigeschaltet wird, dass wir das so ein bisschen ausprobieren können. Ihre Stationswertung ist hervorragend. Hervorragend, das ist doch gut. Also, super interessant zu sehen, was die hier alles anstellen mit unseren Anlagen, die wir hier so aufstellen. Also die Waschanlage ist mega gut besucht, da stehen jetzt schon Schlange, ne? Und Snacks holen die sich auch. Das heißt, wir haben hier jetzt die gesamte Versorgung eigentlich auch auf dem Fun-Deck. Das heißt, das andere Deck ist so ein bisschen entlastet, das ist ganz cool. Da hat sich so ein bisschen was geändert, aber wir brauchen mehr Lifte, weil da stehen sie auch schon Schlange. Es gibt viel zu tun. Ich glaube, die Partynacht ist schon zu Ende. Jetzt geht's erstmal wieder ins Bett. Wir brauchen mehr Hotels, ne? Da stehen sie auch Schlange. Oh je. Richtig guter Ansturm hier. Ich hatte auf jeden Fall wieder einen Riesenspaß. Ich finde das Game echt klasse. Super cool zum Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es auch wieder gefallen. Wenn ja, lasst ein Like da. Ich würde mich freuen. Und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Tschüss.